Also, eine Stunde mehr Zeit, um unserem kleinen Oberstübchen hier ein bisschen Input zu geben. Und zwar, du weißt, dass heute der letzte Tag ist, an dem du dich anmelden kannst für Divine Money. Letzte Runde, Celebration Runde. Hallo, hallo, Celebration Runde für dieses Jahr. Und ich habe es so gemacht, dass jeder, der sich's nur irgendwie wünscht, noch einen riesen Turnaround zu kreieren in dieser Situation für das nächste Jahr, dass du es dir möglich machen kannst, dabei zu sein in Divine Money. Ich habe es wirklich gemacht, damit alle mitkommen können. Du kannst bezahlen in 4 Raten, du kannst bezahlen in 3 Raten und du bist dabei bei uns und du wirst es nicht bereuen. Und wenn du es bereust, dann steig aus. Wenn du nach der ersten Woche Coaching denkst, oh mein Gott, das ist nicht mein Container, okay, steig aus. Du kriegst dein Geld zurück, du darfst wieder deines Weges gehen. Aber gib dir doch wenigstens die Chance, mal zu sehen, wie es ist, wenn du wirklich konkret anfängst, alles aufzudecken, was dich einschränkt, was dich behindert, was dir dein ganzes Leben lang so viele Dinge, die dir Freude gemacht hätten, die dich begeistert hätten, die dich weitergebracht hätten, einfach, ja, was dir das alles nicht erlaubt hat. Bei mir waren es so, so viele Sachen, die ich im Laufe der Zeit aufgedeckt habe. Ich meine, ich bin jetzt 52 Jahre alt und ich schwör's dir, ich habe 17 Jahre davon, die letzten 17 Jahre davon, auf einem so, so tiefen Level gelebt. Auf einem Level, der mich selbst überhaupt nicht erkannt hat, nicht zugelassen hat. Ich war nichts und niemand in dieser Welt. Und genauso habe ich mich gefühlt, genauso hat sich mein Körper gefühlt. Ich war ausgebremst, ich war nicht lebensfroh, ich habe funktioniert wie eine Maschine und habe nicht kapiert, warum das so ist. Und jetzt, wo ich es kapiert habe, möchte ich, dass es niemand machen muss, dass ich Licht in diese Sache bringe, dass ich Licht dahinter bringe, warum wir uns so klein halten. Ich habe gerade in der Divine Business Gruppe auch noch, auch heute am Sonntag, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, in der das Coaching stattfindet, unter anderem das Thema Sklaverei, wie wir uns selbst versklaven. Das ist so schlimm, was wir zulassen, was wir mit uns machen, was wir über uns selber denken, wie wir die Welt interpretieren, wie wir die Dinge interpretieren, die uns passieren, wie wir diesen ganzen Frust interpretieren, wie wir alles sowas von persönlich nehmen. Das tut so weh und es ist sowas von nicht nötig. Und ich sage dir einfach nur ein Beispiel. Wir sind so unterwegs und versuchen Freude und Liebe in diese Welt zu tragen. Und wenn es nicht funktioniert und wenn die Resonanz nicht kommt und wenn eine Ablehnung kommt, dann lassen wir uns klein machen. Kleiner und kleiner und kleiner und irgendwann mal sind wir ganz versteckt in unserem Schneckenhäuschen. Und in diesem kleinen Schneckenhäuschen, hallo Jacqueline, diesem kleinen Schneckenhäuschen, in diesem kleinen begrenzten Schneckenhäuschen können wir uns nicht ausfalten. Wir müssen raus, wir müssen uns Platz schaffen, wir müssen alle Begrenzungen niederreißen, damit wir endlich spüren, was alles in uns steckt, was für Grandiosität in uns steckt und wie grandios die Dinge waren, die wir eh schon immer gemacht haben. Obwohl es von außen irgendwie negativ bewertet worden ist oder wir negatives Feedback bekommen haben oder wir Ablehnung bekommen haben. Diese ganze Ablehnung, die wir in unserem ganzen Leben bekommen haben. Oh mein Gott, wir hatten eine tolle Idee, wir wollten was Tolles machen, wir wollten die Leute erfreuen, haben Geschenke geschenkt. Wie oft hast du schon ein Geschenk geschenkt und es ist nicht so angenommen worden? Das Gegenüber hat sich nicht gefreut oder es hat die Freude nicht gezeigt oder. Und du saßt da und denkst, Scheiße, ich habe das falsche Geschenk gemacht. Scheiße, wieso freut sich der nicht? Was ist falsch an mir? Ja, so Kleinigkeiten
ziehen uns runter. Solche verdammten Kleinigkeiten drücken uns in unser Schneckenhaus. Bloß weil wir denken, dass wir ein falsches Geschenk gemacht haben, dass wir falsch gehandelt haben, dass wir falsch gesprochen haben, dass wir etwas Falsches zum falschen Moment auf die falsche Art zu irgendjemandem gesagt haben. Und boom, gibt es einen vor den Latz. Und boom, werden wir kleiner. Und boom, machen wir uns kleiner. Und versuchen immer wieder richtiger und richtiger zu sein, um diesen Schmerz und diese Zurückweisung irgendwie auszuschließen oder zu verkraften. Aber es macht immer so klein. Es macht so klein. Und das zu verstehen, dass diese Sachen nicht klein machen müssen, dass wir groß sind und dass wir großartig sind und dass wir hier sind, um ganz große Sachen in die Welt zu bringen. Das möchte ich euch beibringen. Und dass dieses Klein und dieses nicht auffallen und dieses nicht triggern und keinen stören und niemanden auf die Füße treten, dass dieses Denken und dass dieses Verhalten dazu beiträgt, dass wir den Beitrag, für den wir hier sind, und zwar um zu scheinen und um großartig zu sein, einfach nicht mehr leisten. Wir sind da, wir sind versklavt, wir versuchen uns an Regeln und an eine Gesellschaft zu halten und sind einfach nur traurig. Wir sind traurig, weil eigentlich haben wir es ja gut gemeint. Na, kennst du das? Ich habe es ja eigentlich gut gemeint. Ich will ja eigentlich nur das Beste. Ich will das Beste für alle. Warum sieht es denn keiner? Warum kommt es denn nicht an? Warum? Das kann ich dir sagen. Weil alle Dinge, die wir tun, um irgendetwas erreichen und zu bewirken, alle Dinge, die wir tun, um irgendwelche äußeren Bedingungen und Vorstellungen zu befriedigen oder zu genügen, alle Dinge, die wir in dieser Art und Weise tun und leben, die haben keine Energie. Die sind tot. Da ist nichts mehr. Da kommt nichts raus. Da kommt nichts raus aus dir. Da ist keine Begeisterung. Da ist nur Angst. Da ist nur Bedenken. Und dann ist es energielos. Und ohne Energie kreierst du nichts. Da kreierst du nichts in deinem Business, da kreierst du nichts in deinem Job, da kreierst du nichts als Angestellte, da kreierst du nichts als Mutter, da kreierst du nichts als Partnerin oder als Partner, da kreierst du nichts. Da funktionierst du nur. Und alle Energie, die du generierst, die brauchst du zum Überleben, zum das Leben ableben. Aber das ist nicht das, wonach unser Herz ruft, das ist nicht das, was hier gemeint ist. Hier gemeint für unser Leben hier ist Party. Feiern das Leben, die Dankbarkeit für das Leben, das uns gegeben worden ist. Rauszugehen und zu tanzen und dich grundlos zu freuen, wenn alle anderen schauen, was hatten die gesoffen oder ist ja jetzt wohl nicht angebracht, oder? Bla, bla, bla. All das Zeug. All das Zeug, was uns so klein macht, weil es irgendjemanden mal irgendwann auf irgendeine Art und Weise gestört hat. Weil er einfach schlecht drauf war, weil er schlechte Gedanken hatte, weil er schlechte Erinnerungen gefahren ist, weil es ihm körperlich nicht gut ging. All das sind die Gründe, warum wir permanent irgendwo eingeschränkt worden sind und es zugelassen haben. Und ich sag's über mich, diese Dinge, diese nicht anerkannt, dass ich nicht anerkannt worden bin für das, was ich bin, dass ich kein Lob bekommen habe, dass ich nicht unterstützt oder motiviert worden bin, das hat mich so klein gemacht. So klein gemacht, ab diese ganze Ablehnung, die mir oft entgegengekommen ist, weil sie einem entgegenkommt, weil nicht alle Leute bereit sind, hohe Energien anzunehmen, weil nicht alle Leute bereit sind, Unterstützung und Hilfsbereitschaft anzunehmen, weil insbesondere nicht mal alle Leute bereit sind, anzunehmen, dass du das Tolle in ihnen siehst, dass du etwas Großartiges in ihnen siehst. Und dann wirst du
zurückgewiesen, wirst du nicht anerkannt und dann denkst du tatsächlich, es ist falsch, das zu tun. Es ist falsch, sich so zu verhalten. Es ist falsch, sich so auszudrücken. Bloß, weil du einem auf den Schlips getreten bist. Bloß, weil du mal einen getriggert hast. Aber was ist, wenn wir hier sind, um uns selber zu sein und dass die Konsequenz davon ist, dass halt mal jemand getriggert wird? Aber gleichzeitig wirst du von jemandem gefeiert. Aber der, der dich gerade feiert, der sagt sie halt aus Versehen oder weil es eben gerade nicht geht, nicht ins Gesicht, aber der würde dich so feiern. Es wären so viele Leute da, die würden dich so feiern, wenn sie wüssten, wie du wirklich bist. Es gibt so viele Leute, die dich großartig finden und dir das zurückspiegeln können, weil du einfach großartig bist, weil sie Großartiges sehen können. Das gibt's alles, aber du hast es noch nicht erlebt, weil du in deinem Schneckenhaus bist. Weil du meinst, dass du nicht gut genug bist, weil du meinst, dass du dich noch irgendwie verändern musst, weil du meinst, dass du noch irgendwie was dazulernen musst, weil du meinst, dass eben das noch nicht so toll ist an dir. Und ich spreche zu all diesen Menschen, die sich so fühlen, wie ich mich so viele Jahre lang gefühlt habe. Und ich lade alle ein, mit uns auf die Reise zu gehen für Divine Money, und zwar die Celebration-Ausgabe, weil wir feiern. Wir feiern das Jahr 2020, das Jahr der großen, großen Transformation. Und wir feiern, dass es nichts mehr so ist, wie es mal war und dass wir alles neu machen dürfen. Dass wir unser Leben neu machen dürfen, dass wir unsere Perspektiven neu machen dürfen. Dass wir alles verändern dürfen in unserem Leben und dass wir endlich sein dürfen, wer wir möchten. Was sich richtig gut anfühlt in dem Moment, einfach auch zu tun und einfach auch zu sagen und sich nicht schlecht zu fühlen, wenn es Leute gibt, die es nicht verstehen. Und einfach aus unserem Herzen heraus zu leben und dieses Leben, diese Liebe und diese Grenzenlosigkeit zu verbreiten. Und wenn Menschen begrenzt leben, werden sie nicht klarkommen, wenn du grenzenlos lebst. Wenn Menschen unterdrückt leben, eingeschränkt leben, in ihrem Mindset eingeschränkt sind, werden sie nicht mit dir klarkommen, wenn du es das nicht bist. Aber es geht auch darum, dass du weißt, dass sich's gut anfühlt und dass du ein Vorreiter sein darfst. Dass du ein Vorreiter sein darfst, der zeigen darf, wie das Leben anders gehen kann, nicht nach diesen alten Regeln, nach den alten Bedingungen und nach alten Beschränkungen. Und dass du dir das traust. Und das ist doch wichtig. Ich möchte so gerne alle Menschen aufrufen, zu sein, wer sie wirklich sind und sich einfach keine Angst mehr einreden zu lassen, dass irgendetwas falsch ist, was sie machen, was sie denken, was sie tun, solange es aus diesem Herzen und aus der Begeisterung rauskommt. Wenn du für etwas Begeisterung hast, egal wofür, wenn du dich wirklich, wirklich so herzlich begeistert und wenn es noch albern ist, wenn es blöd ist, wenn es, keine Ahnung, was es alles beurteilt werden kann. Wenn es dich begeistert, ist es grandios. Dann musst du es leben. Dann musst du es raushauen. Dann musst du, dann nicht du musst, aber du darfst. Du darfst deine Begeisterung für jeden kleinen Pipifax leben. Und das zu zeigen und in die Welt rauszubringen, das ist unser Job, dafür sind wir hier. Wir sind hier als göttliche Wesen, um unsere Begeisterung zu teilen, um aus der Energie der Begeisterung, was höchste Liebesenergie ist. Wenn du begeistert bist, liebst du. Du liebst, was du, wofür du begeistert bist. Also begeistere dich mehr. Dann liebst du mehr. Und wenn du mehr liebst, können andere mehr auch mehr lieben. Und wenn du dich mehr für Geld begeisterst und wenn du Geld mehr liebst, dann können andere das auch tun. Und schon haben wir alles insgesamt eine viel bessere Beziehung zu Geld. Wir haben insgesamt, lernen wir Beziehungen aus der Begeisterung herauszuführen und nicht aus dem Mangel. Und dann ändert sich dein ganzes Leben, dann ändert sich dein Körper, dann ändert sich dein Aussehen, dann ändern sich deine Erfahrungen, die du machst, dann ändert sich komplett alles im Leben. Und nur, weil du gelernt hast, dass Geld göttlich ist und was für Beschränkungen du an Geld, an dich, an dein Leben gesetzt hast. Und wenn du das alles aufräumst, dann ändert sich alles. Und deswegen mache ich Divine Money,
weil es nicht um Geld geht, aber weil Geld das Symbol der Einschränkung und Beschränkung für uns ist. Und wenn wir dieses krasse Symbol verändern und diesem eine neue Bedeutung, und zwar die wahre Bedeutung geben, verändern wir unsere komplette Perspektive auf unser ganzes Leben. Wir verändern die Rückschlüsse, die wir tun und getan haben, und öffnen einfach alles. Und ich würde mich super, super freuen, wenn ich dir mit diesem Angebot für die nächste Runde Divine Money, das du heute noch buchen kannst, für den halben Preis, für 1.500 Euro statt für 3.000 Euro, und du hast noch Boni drin im Wert von 2.067 Euro. Und du kannst am Kongress mitmachen, 15 Speaker, 10 Workshops. Ist alles inklusive. Du kriegst Cup-Sitzungen, Kundalini Activation Process-Sitzungen mit der Barbara aus San Francisco ist dabei. Du hast Divine Healing Sessions für deine eigenen individuellen Blockaden noch. Und ich weiß nicht, was ich noch mehr anbieten kann, um zu helfen und um zu unterstützen, um zu begleiten. Weil es ist ja nicht so, dass du es alleine nicht schaffen könntest. Du schaffst es auf jeden Fall alleine, aber wie viel Zeit braucht es? Ich meine, ich habe jetzt fast 18 Jahre gebraucht, um einfach wirklich endlich zu sagen, wow, es ist so schön am Leben zu sein. Wow, ich bin wirklich absolut komplett zufrieden, dass ich hier sein darf. Ich bin komplett zufrieden, jeden Morgen aufzuwachen. Ich freue mich, was der Tag mir bringt. Ich muss nichts mehr manipulieren und kontrollieren. Ich fühle mich sicher. Ich fühle mich geleitet. Und alles, was ich tue, und wenn ich jetzt hier ein Live mache, dann weiß ich, dass es gut ist. Ich weiß nicht mal, was ich sage. Ich weiß nur, dass die Dinge, die ich jetzt sage, dass die gesagt werden müssen. Und es reicht mir. Und das ist so wichtig, dass wir uns erlauben, uns zu verbinden mit unserem innersten göttlichen Selbst und die Perspektive dieses inneren göttlichen Selbst immer mehr und mehr für uns verinnerlichen. Wie es denn so sei, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt, und vielleicht ist es ja noch was für euch. Schaut einfach auf meine Homepage vorbei, mywellfeeling.com. Da seht ihr das Angebot, Divine Money. Und vielleicht traut ihr euch einfach reinzuspringen, aus dem Innersten raus zu vertrauen und zu sagen, ja cool, also 3 Ratenzahlungen oder 4 Ratenzahlungen, das schaffe ich auf jeden Fall, weil es ist mir wichtig, dabei zu sein, es ist mir wichtig, in der Gruppe mitzureisen, es ist mir wichtig, zusammen mit großartigen Menschen großartige Visionen vorwärts zu bringen und diese Erde, diesen Planeten zu dem Besten zu machen, für mich, für meine Welt, zu dem ich es einfach nur machen kann. Also, wenn du Fragen hast, schreib mir einfach auch hier auf Facebook, und es steht alles drin in den Beschreibungen, und ich bin mir sicher, es kann sich jeder möglich machen. Die Frauen, die dabei sind bis jetzt, die sind auch nicht so, dass sie einfach das aus der Portokasse bezahlen, aber sie machen es sich möglich, weil sie wissen, es ist so, so gut für sie, und es ist so, so schön, zusammen zu reisen, und es ist einfach so, so schön, in sich selbst zu investieren, und es ist einfach so, so schön, dieses Statement zu machen und zu sagen, ja, ich bin es mir wert, und ich mache mir die Dinge möglich, die mir wichtig sind. Und wenn du es einmal gemacht hast, dass du dir einmal was möglich gemacht hast, was dir wichtig ist, dann wirst du nie aufhören, dir die Dinge möglich zu machen, die für dich wichtig sind. Nur so geht's. Nur so geht's. Und ich freue mich auf jeden, der sich bei mir meldet. Und melde dich einfach, sag, ich würde mich interessieren, ich weiß nicht wie, wo, was, wann. Vielleicht finden wir eine Lösung, vielleicht finden wir auch, dass es vielleicht doch nichts für dich ist. Es ist immer gut, aber melde dich doch einfach. Heute ist Sonntag, ich habe nachher nur noch einen Podcast mit der wunderschönen, genialen Friederike Meyer für unseren Kongress. Aber sonst habe ich Zeit für dich, also melde dich. Tschüssi!